Jo Leute, was geht ab zum 6. Mallorca-Vlog? Und ja, heute ist ein Klamotten-Kleidungs-Vlog. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall, ja. Es ist die ganze Zeit 5 Minuten lang kein einziges Auto hier lang gefahren. Dann fange ich mein Video an zu drehen. Erstmal denkt sich jeder, ist auch egal. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt zum Outlet, zum Fashion-Outlet auf Mallorca. Und danach zum Fan. Das ist auch so ein Shopping Center und ich würde sagen, ich nehme euch einfach diesen Vlog mit. Jo Leute, und zwar, ich habe die erste Sache gekauft und zwar ist es eine Badehose von Quicksilver. Und zwar sieht die so aus, ist ziemlich schlicht, finde ich. Die ist einfach nur so blau und ja, ich werde euch dann einfach noch die nächsten Sachen einfach nur zeigen. Jo Leute, ich bin jetzt gerade im Polo Ralph Lauren Store und ich habe mir dieses T-Shirt ausgesucht, was wir jetzt wahrscheinlich auch noch kaufen werden, also sehr wahrscheinlich. Ich kann euch das gleich nochmal im Spiegel zeigen. Seht ihr es? Und ja, sonst würde ich einfach sagen, gucken wir mal gleich, wo wir, in welchen Laden wir sonst noch reingehen. Lupos an so einem Tag natürlich auch nicht zu Hause oder er ist natürlich dabei. Jo Leute, mehr haben wir auch nicht gefunden im Outlet. Und zwar gehen wir jetzt nur noch im Outlet eben schnell essen, fahren wir zum Fan und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im Fan wieder. Jo Leute, wir sind im Fan angekommen und zwar, ja, würde ich einfach sagen, es kommen gleich noch Leo und Paul, das sind zwei Freunde von mir. Dann würde ich sagen, nehme ich euch einfach mit, wir sehen uns einfach dann gleich nochmal wieder. Und da sind Leo und Paul. Yay. Ja, und wir fangen jetzt einfach an und ich nehme euch einfach mit. Adidas. Gibt es vielleicht auch geile Sachen? Die Socken sind richtig, richtig geil. Leo, wie findest du die? 1 bis 10? 7. 7 von 10, ja. Stabil. Ey Leute, mal no joke, wie ist eure ehrliche Meinung zu diesem Schuh? Ist mir gerade aufgefallen. Seht ihr nicht, der sieht so ein bisschen schon dreckig aus und der ist doch neu. Findet ihr es nicht, dass der dreckig aussieht? Was? Leute, wollt ihr diesen Ball gewinnen? Wir machen jetzt ein Gewinnspiel. Wenn ihr diesen Ball gewinnen wollt, dann gewinnt ihn einfach. Kommt hier hin, Fan Mallorca. Ich mache keine Werbung und gönnt euch diesen Ball. Ist der nicht nice? Oh, das ist richtig. Ey, der ist echt schwierig. Der ist echt richtig, richtig schwer. 2 Gramm, aber richtig schwer. Und Leute, ich habe ernsthaft gedacht, dass diese Hose mir passt. Und Leo, was ist deine Reaktion dazu? Geht so. Geht so. A little bit dick. Die nehme ich auf jeden Fall nicht. Leute, jetzt mal no joke, bin ich der Einzige, der zum Beispiel diesen hier oder diesen hier richtig hart feiert? Bin ich wirklich der Einzige? Schreibt es mal in die Kommentare. Jo Leute, und zwar, wie findet ihr dieses T-Shirt? Ich finde es auf jeden Fall mega geil. Und wahrscheinlich hole ich mir es auch. Ich sag's euch einfach dann nochmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich es gekauft habe oder wenn ich was anderes kaufe. Let's go. Jo Leute, und zwar dieses T-Shirt von Guess. Finde ich ganz geil mit der Palme und so. Und zwar hole ich mir das. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich wieder. Jo Leute, und zwar, wir haben eine Challenge. Ich habe mir eine Challenge ausgedacht. Und zwar bis da oben klettern und ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal aus und wir gucken jetzt einfach mal, ob es klappt. Es hat sehr gut geklappt. Okay, es war eine dumme Challenge, aber ist egal, ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen das Video strecken und so, deswegen.